25 Schätze. Hey. Und wir haben die nächste Stufe erreicht. Sehr schön. Okay, dann schicke ich schon mal Jungs los auf Materialmission. Und auf eine Schatzmission. Da ist wer eine. Hatte ich nicht noch eine irgendwo? Ne, ein Soldat. Etwas zu abgelegen. Und Baal porte ich mal hier hin, dass er dort zwei neue Arbeiter schafft. So, und die Arbeiter besorgen mir kostenlose Einheiten. So, ich wandle mal um. Wie viel kann ich jetzt lagern? 150. Sehr toll. Ich brauche aber nur noch 50 weitere Materialien. Ah ja, Squad 1 ist schon mal wieder da. Mit Materialien hoffe ich mal. Sehr schön, die holt schon mal einer ab. Dann kann ich den Monsterbau schon mal in Auftrag geben. Wo setze ich den dann am besten hin? Hier? Oder passt er hier hin? Nein, hier passt er nicht hin, also muss er hier hin. Einfach mal mitten rein. So, das heißt, du kannst hier essen. Trupp 1 kann hier essen. Und Trupp 3 hier oben. So, werde ich auf weiter die letzten beiden drei kostenlosen Einheiten warte. Überfälle verschiedene Räume. Gut, noch eine Materialmission. Welcher Trupp sieht dafür am vielversprechendsten aus? Trupp 1 eigentlich. Gehen wir auf eine 75er Materialmission, oder? Ja. Schicken wir den auf eine 75er. Weil ich kann 20 abziehen, indem ich einfach den hier. So. Helden im Dungeon. Okay. Trupp 2 zieh dich mal zurück. Du brauchst nicht unbedingt alleine gegen die kämpfen. Lass sie erstmal vom Fall sich schwächen. Au. Um meine Imps zermatschen. So, genau. Fall schwächen. Sieh. Okay. So, jetzt fehlen nur noch die 75 vor dem Überfall. Der hoffentlich auch gleich wieder da ist. Ja, sie kommt zurück. Sehr gut. Ich könnte schon mal dir eine bessere Rüstung ausgeben. Und meinem Schreckensfürsten. Da muss ich losgehen, Gold zusammentreiben. Ach ja. Du hier rein. Und wir haben schon wieder eine kostenlose Einheit gekriegt, hä? Ja, fehlen nur noch zwei. Sehr gut. So, wir haben genug für die Schatzkammer. Die platziere ich mal hier oben. Squad 1 und 2 sind fit genug, um Schätze zu holen. Bis dahin dürfte die Schatzkammer auch gebaut sein. Und Squad 3 holt Materialien. Haben wir hier noch in der Nähe eine Zweier-Materialmission? Ne, da unten wäre eine. Da ist eine Zweier-Materialmission. So. Okay. Dürfte alles machbar sein. Dungeon-Stufe 7 erreicht. Sehr gut. Fallen. Fallen könnte Baal etwas aushelfen.
eat, sleep, slaughter. Hau mal zwei, drei Sprenghütchen raus. So. Punkte erhalten fürs Heldentöten. Sehr gut. Ich glaube, als nächstes schalte ich die Fallen frei, bevor ich das hier freischalte, bevor ich die Waffen freischalte. Es fehlt nur noch ein Überfallerfolg, eine Dungeon-Stufe, ein zu extrahierender Held. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, hier oben habe ich mir alles schon angeschaut. Da geht es in die Schmiede. Das heißt, ich kann nur noch hier runter. Ah. Vorher möchte ich aber gerne das nächste Squad freischalten, wenn es ginge. Okay, für Fallen habe ich die Punkte. Da brauche ich jetzt Materialien. Squad 1, Squad 2, Squad 3. Los, Materialien beschaffen. Hier vorne zwei Matscher hin. Okay, ich habe nicht mehr genug Platz für weitere Fallen. Oh. Ich habe sehr, sehr viel Materialien jetzt. Merke ich gerade so. Das heißt, ich kann sehr viele Einheiten, die Rüstungen verbessern. Sehr schön. Sobald diese zurück sind. So, Rüstungsverbesserung, Rüstungsverbesserung. Noch mehr Rüstungsverbesserung. Punkt für Überfallerfolg. So, jetzt haben alle gute Rüstungen. Und ich habe wieder eine kostenlose Einheit gekriegt. Sehr gut. Okay, dann porte ich mal. Ich schätze mal, von hier aus kommen nachher dann Gegner angeportet, während ich den Schlüssel schmiede. Und ich schätze mal, hier hinter ist das Böse eingesperrt, oder sind irgendwelche Bienenhallen? Gucken wir mal kurz hin. Ah ja, hier fehlt der Schlüssel, okay. So, ich sollte auf jeden Fall einen Priester ausbilden. Einen Priester. Und es fehlt noch eine kostenlose Einheit, oder? Ja, eine kostenlose Einheit. Und genau ein Held zum Extrahieren. Sehr schön. Genau, das sieht so aus, als ob da drin dann das Ungeheuer beschworen werden wird, das ich suche. So, Rüstung angelegt. So, kostenlose Einheit. Sehr gut. Das heißt, ich kann die Jungs hier mal rausschicken. Kann hier das Ding freischalten. Und habe hier den letzten Trupp. Den porte ich mal hier rüber. Und dann hoffe ich, dass sobald wie möglich ein Heldenangriff kommt, die ich wieder extrahieren kann, dass ich den letzten Punkt kriege. Ah, eine Truhe. Oh, ich wüsste, für was ich noch Materialien benutzen könnte. Ich hätte gerne ein paar aggressive Trupps. So.
Und der Trupp muss ausgerüstet werden noch. Und ich sollte die Hälfte meiner Trupps noch zum Essen schicken, bevor ich in die Schmiede reingehe. Hey Jungs. Okay, da ist noch ein Teleporter, der wohl aktiv geschalten wird, sobald ich da oben schmiede. So. Rachegeister platt machen. Und da gucken wir mal hier lang. Da dürfte es aber auch wieder in die Schmiede reingehen. Ich glaube, den einzigen Weg, den wir noch nicht ausgekundschaftet haben, war der da. Heroes are entering your dungeon. Ah, sehr schön. Helden im Dungeon. Thief is back on the menu, lads. Alle Truppen schon mal bereitstellen. Dann holen wir uns den letzten Punkt für die Waffen. Out of the pit. Into a hellhole. Ein Skelett ist noch übrig. Das ist aber leicht wegzukloppen. So, 25 Schätze. Okay, sie töten mir jetzt gleich den Impf weg. Okay. Das heißt, ich muss erstmal neue Imps aufstellen. Komm, wo latscht ihr hin? Das ist der falsche Weg, Junges. Und Mädels. Ach, hier ist noch ein Raum. So. Ja, yeah, one hit von Ball. Oh, das sind mir aber ein paar zu viele. Ganz ehrlich, bis ich die mal in Bewegung setzen, kann ich mal Helden Truppen losschicken zum Essen. Kommt, jetzt sterbt einfach. So, holt euch nochmal Gift, betäuben und das Gift tötet euch. Sehr schön. Habe ich Trupp 3 nicht zum Essen geportet? Und Trupp 4 sollte auch was essen. Ich habe aus Versehen wahrscheinlich Trupp 2 zum Essen geportet. Gut, Fehler kann man machen. So, holt mal die Helden ab. Oh, die haben meinen Pilzraum zerlegt. Hm. Das finde ich jetzt aber nicht nett, dass sie meinen Pilzraum zerlegen. So, letzter Punkt. So. Pilzraum. Trupp 1 kriegt schon mal bessere Waffen. Ich brauche 40 pro Trupp. 30 mal 3 macht 120. Ja. Trupp 1, Trupp 2, Trupp 3. Und Ball kann mit Trupp 4 mal hier ein bisschen noch aufräumen. Genau, sehr schön. Gut.
Das heißt, wir haben alles jetzt aufgedeckt. Hier unten und hier oben und alles. Ah, ihr seid schon wieder zurück. Sehr gut. Wenn alle Trupps da sind. Kann ich sie mal hier reinporten. So, Ball. Okay. Waffe und Waffe und noch eine Waffe. Noch eine Waffe. 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 Und die sind noch nicht so weit, dass sie was Besseres tragen können. Okay. Das heißt, Ball hier rein. Truppen sehen gut aus. Und das hier sieht schon mal ordentlich nach einem Hinterhalt aus. Ist aber keiner. Das hier ist nur eine ziemlich imposante Schmiede, muss ich sagen. Search the entire level around the dungeon. As soon as you have all three, you can order the minions to light the furnace. Jo. Das macht es jetzt ziemlich easy. Weil ich kann Ball einfach irgendwo hinporten. Kann ihm sagen, sack die Kohle ein. So. Good. We have all the coal we need. Start forging the key and protect that minion. I'm sure the dwarves will try to stop him from doing his job. Ah ja, ich brauche einen Minion. Den da zum Beispiel. Beschwöre eine Arbeit und zeige ihm zum Arbeiten an der Schmiede zu. Ah ja, genau so. Verteidige den Arbeiter gegen die Helden.